Ja, das könnte jetzt doch ein Weilchen dauern. Lexikon mit Foto. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Nein. Lüge, Märchen, Ente, Erfindung, Fabelei, Erdichtung, Unrichtigkeit, Irrtum, Trugbild, Blendwerk. Genial. Mit Pokale. Ups, die Seite fehlt. Ach Mann. Mit Diplom. Hier ist ein Bild unter Diplom-Ingenieur Medientechnik. Es zeigt einen Elefanten. Seltsam. Ach, schön. Mit Schreib... Ne, mit Schublade können wir nicht. Doch. Schublade. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Ja, du sollst auch nicht aufräumen, du sollst einen netten Spruch raushauen. Mit Schrank. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Bist du ja auch nicht, aber... Bücherverbrennung? Na komm, da kommt doch jetzt mit Sicherheit was in der Richtung. Das Lexikon ist zwar langweilig, aber ich verbrenne keine Bücher. Zumindest nicht ohne Feuerzeug. Ja, so kenne ich die Edna. So, mit Schreibtisch. Können wir die Lampe anwählen? Nö. Schreibtisch, der Ablagefläche für Unerledigtes. Ach, genial. So, mit Stuhl. Thron. Der. Sitzfleischablage für Führungspersönlichkeiten. Sitzfleischablage für Führungspersönlichkeiten. Ach, das ist so geil. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Buchdeckel. Alle Buchstaben sind frei und können machen, was sie wollen. Ach, es ist einfach nur genial. Pock. Mist. Sicherheitsglas. Vor allen Dingen das Pock. Mist. Sicherheitsglas. Polo spielt man zu Pferd, nicht zu Haas. Ach, schön. Ich markiere den Schläger lieber. Genau. Dieser Poloschläger ist Eigentum von Edna Konrad. Gut nachgedacht. Jetzt wird es im Polo-Club nie wieder zu Verwechslungen kommen. Ich spiele doch gar kein Polo. Schade, da hätte jetzt sowas gefehlt wie markierter Poloschläger. Ich glaube nicht, dass ich das kaputte Stuhlbein markieren muss. Das würde sowieso keiner klauen. Richtig. So, können wir... In dieses Poesiealbum habe ich bereits geschrieben. Poesiealbum. Ach geil, kennt ihr das noch so früher von der Schulzeit her? Wenn die... Gerade so bei den Mädels war das ja immer. Ja, schreibst du mir was ins Album rein und wollen wir immer Freunde bleiben und irgendwie sowas. Ach, das war total cool. Und da haben sich, wo sich dann da immer alle Jungs drum gestritten haben, wenn da mal eine das rumgereicht hat und dann hat dann jeder so heimlich irgendwas Nettes reingeschrieben oder auch die Dinge mal geklaut. Ach, das waren noch Zeiten. Ich habe das natürlich nie gemacht. Nein. Mit Harvey. Nein. Schreib mir mal was hinter die Ohren, dem Knaben. Soll ich dir ein Tattoo malen, Harvey? Au ja, au ja, au ja. Kannst du mir einen chinesischen Drachen auf die Schultern malen? Leider nein. Dein Rücken ist einfach zu fusselig. Oh, schade. Was sagst du denn zum Schreibtisch, Harvey? Sieh nur, Harvey. Dr. Marcells Schreibtisch. Lass uns auf die Schreibfläche pupsen. Da setzt man Haufen drauf, so geht es. Und dann sagt man schriftlich, kommt morgen. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es für eine Rückblende? An diesen dämlichen Alfred will ich mich gar nicht erinnern. Ist das hier auch ein... Ach, auch ein lernender Junge und... Bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Die andere Hälfte ist wohl weggeschnipselt worden. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es für eine Rückblende? An diesen dämlichen Alfred will ich mich gar nicht erinnern. Okay, aber wir haben dann noch was, nämlich den Artikel. Sieh mal, Harvey. Das ist mein Vater da auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das kann doch nur eine Zeitungsente sein. Weißt du etwas darüber?
Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Seltsam. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Als wäre da ein schwarzer Fleck auf meiner Erinnerung. Ich muss unbedingt herausfinden, was damals wirklich passiert ist. Mein Vater ist unschuldig. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Eins nach dem anderen. Erst müssen wir hier raus. Dann beweisen wir die Unschuld deines Vaters. Okay, dann gehen wir mal raus. Oder gehen wir zu raus. So, die Lips. Harvey mit Pokalen. Guck mal, Harvey, der Doktor hat ganz schön viele Pokale. Die hat er sich wahrscheinlich selbst gebastelt. Ah, das hatten wir schon. Ah, da kommt noch ein schönes Stückchen Arbeit auf uns zu, und vor allen Dingen Folgendauer und Menge. Weil wenn wir da richtig schön alles mit allem kombinieren wollen, dann, Ich werde doch meinen besten Kumpel nicht verbrennen. Der brennt doch noch nicht mal, der Kamin. Stuhl? Guck mal, Harvey. Dr. Marcells Stuhl. Irgendwie bedrohlich. Als würde ein Schatten von ihm immer noch da sitzen. Igitt, Harvey. Benutzen. Stuhl? Nein. Das ist ja so, als würde ich auf Dr. Marcells Schoß sitzen. Oh. Kannst du ihn auf dem Schreibtisch kacken? Ich liebe es. Hä? Den raff ich jetzt nicht ganz. Ich liebe es. Entschuldigung, aber den raff ich jetzt nicht ganz. Können wir hier... Ja! Jawohl, nimm das! Toben wir uns ein bisschen aus hier drin. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Nein, aber fürs Gegenteil vielleicht. Können wir da den Stuhl... Das ist mal ein massiver Stuhl. Schade. Können wir hier mit dem Kamin hantieren? Den will ich nicht verbrennen. Er könnte noch nützlich werden. Okay. Können wir mit Artikel? Nein. Es ist zwar alles gelogen, aber immerhin ist es ein Hinweis auf meine Vergangenheit. Da hat sie recht. Der Doktor ist offenbar ein Poloprofi. Können wir eigentlich auch mit dem Stift? Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerung einen Bart malen? Nein. Geil. Mit Kamin. Den will ich nicht verbrennen. Er könnte noch nützlich werden. Ja, ich will ihn auch nicht verbrennen, aber ich will den Kamin anmalen. So, mit Schreibtisch. Dr. Marcel. Mit Schreibtisch. Ja, können wir nichts mehr. Können wir hier auf die Tischplatte irgendwas? Stuhl? Reserviert für Eddie Konfetti. Ach, wie schön. Ich liebe dieses Spiel. Ein Smiley an Schrank. Ach, geil. Mal schauen, ob man dann... Darauf hat schon wer unterschrieben. Ja, und? Kannst du ein bisschen... Kannst du noch ein bisschen verschönern, die Unterschrift? Kritzel. Kritzel, Kritzel. Mit Schreibtisch, mit Schublade. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Nö, musst du ja auch gar nicht, aber... weißt du, wie es ist, ne? Ach. Huch. Oh, oh. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ich hatte Hilfe von außen. Ich musste auf die Toilette und habe mich verlaufen. Ich habe geheime Psi-Kräfte. Der Minigolfwächter hat mich freigelassen. Mein Stoffhase hat mich in die Vergangenheit getelemorpht. Das geht dich einen feuchten Fuzzi an. Der Minigolfwächter hat mich freigelassen. Ich weiß nicht, womöglich haut der riesigen armen Stiesel dann zu Klump und dann können wir raus. Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel? Er wird immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum, du kommst jetzt mit. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals!
Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Sofort. Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Sofort. Der Doktor ist unterwegs. Du kannst mit ihm sprechen, wenn er zurück ist. So lange kommst du in deine Zelle. Niemals. Wie du willst. Dann warten wir halt hier. Und wenn's den ganzen Tag dauert, ich hab Zeit. Ach, schön. So, können wir nochmal mit ihm reden? Nein, reden. Rede mit Hulgor. Hey, Hulgor. Was ist? Kommst du jetzt endlich mit? Nö. Ha, niemals. Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Ich hatte Hilfe von außen. Von wem denn bitte? Von deinem toten Vater? Mein Vater ist tot? Du erinnerst dich zwar nicht an alles, aber diese Anstalt ist jetzt dein Zuhause. Schon seit langer Zeit. Komm her, ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Also, das ist doch... Was weißt du über meinen Vater? Was weißt du über meinen Vater? Außer, dass er ein Mörder war? Das sind Lügen. Ich hab euch belauscht. Hör zu, Süße. Dein Vater war ein Mörder. Er hat seine Schuld gestanden und wurde verurteilt. Mehr musst du nicht wissen. Boah, das ist doch... Willst du nicht wissen, wie ich entkommen bin? Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Ich hab dem Minigolfwächter schöne Augen gemacht. Ich musste auf der Toilette und hab mich verlaufen. Ja, genau. Komm rüber und ich zeig dir den Weg. Den Weg zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Dass er nicht einfach herkommt und die packt und dann in die Zelle wieder zurückschmeißt. Willst du wissen, wie ich entkommen bin? Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Ich habe geheime Psi-Kräfte. Einen Schritt näher und ich verwandle dich in eine Bulldogge. Ach ja? Buga! Es hat geklappt. Ich wusste ja gar nicht, was in mir steckt. Lass den Unfug und komm endlich her. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Niemals! Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Mein Stoffhase hat mich in die Vergangenheit getempomorpht. Dort habe ich gelernt, meine Superfußnägel als Multiwerkzeug einzusetzen. Du warst schon immer sehr kreativ. Ein Jammer, dass davon nicht viel übrig sein wird, wenn Dr. Marcells Therapie endlich anschlägt. Los jetzt! Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Nur über meine Leiche. Es ist noch nicht zu spät, um Freunde zu werden. Wir sind nicht deine Feinde, Edna. Hört ihr dann auf, meine Erinnerung zu löschen und mein Ego zu zerstören? Oh, nein, das wohl nicht. Super, Freunde. Was ist? Kommst du jetzt? Ha, niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Benutze Stuhlbein? Das versuche ich lieber gar nicht erst. Willst du vielleicht etwas lesen? Machst du dich etwa über mich lustig? Auch wenn ich nicht so aussehe. Ich lese viel in meiner Freizeit. Ach ja? Was denn? Tolstoi, Hemingway, Voltaire, Rosamunde Pilcher. Jetzt hast du dich verraten. Das sind ja alles nur Fantasienamen. Geil. Tolstoi, Hemingway, Rosamunde Pilcher. Ach, geil. Einfach göttlich. Also ich will gar nicht wissen, was dir für Augen macht, wenn sie dann auf einmal ein bisschen Yoga-Übungen macht, sich den Fuß in den Mund steckt und dann Zehennagel abknabbert. Nicht so nah an den Idioten ran. Hey, lass das! Schön.
können wir ihm was anmalen. Die Feder ist zwar mächtiger als das Schwert, aber diese Oberarme sehen aus wie LKW-Stoßdämpfer. Hallo. Bonk. Okay. Nein, Ätna nein, nein. Erschlagen, großes Tier. Uk. Genau. Ja, schön. Benutze Harvey mit Ulgor. Was meinst du, Harvey? Hängen wir ihn über unseren Kamin? Oh ja, oh ja, oh ja. Ich besorg die Sägespäne und du holst den Löffel. Sägespäne und du holst den Löffel? Oh, zum Ausstopfen. Können wir ihm nochmal eine draufzimmern? Nein, er hatte genug. Ach Mann.